Kollege Dirk Heidenblut, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich möchte erstmal und das ganz ehrlich Danke sagen für den Antrag. Danke auch dafür, dass wir gerade heute darüber sprechen können. Denn im Grunde genommen, ja, ich sag mal, greifen Sie sozusagen den dritten Aspekt des Themenfeldes auf, mit dem wir ja nicht heute begonnen haben. Denn das Hospiz- und Palliativgesetz, wenn ich das mal als ersten Aspekt, ich will das aber gar nicht werten, bezeichnen darf, haben wir ja schon vorher eingebracht in die Besprechung, aber den wir heute Morgen auch hatten. Und heute Morgen ist ganz häufig auch angesprochen worden, dass wir gerade bei der Frage der Prävention, der Suizidprävention durchaus auch noch mal hingucken müssen. Insofern dafür durchaus Danke. Und vor dem Hintergrund kann ich Ihnen sicher sagen, wir werden das auch konstruktiv diskutieren. Etwas anders als der Kollege Sorge bin ich auch dankbar, dass Sie die Vorhaben der Bundesregierung, und ich bleibe bei dem Bereich, das sehen Sie mir bitte nach, Psychiatrie, aufgegriffen haben und dass Sie mir insofern die Gelegenheit geben, das, was zum Versorgungsstärkungsgesetz schon passiert ist und was ja sich fast wortgleich zumindest in Ihrer Begründung in Teilen wiederfindet, genau das ist, was wir machen wollen und was wir auch tun und was eben auch im Hinblick auf Suizidprävention wirken wird. Denn ich gebe Ihnen völlig recht, und das haben wir ja sogar im Koalitionsvertrag schon festgestellt und vereinbart, lange Wartezeiten im Bereich der Psychotherapie, lange Wartezeiten von 3, 4 oder mehr Monaten für jemanden, und da ist ja nicht nur derjenige, der Suizidgedanken hat, gemeint, auf auch nur den Erstaufschlag in dem Bereich. Das kann natürlich nicht sein. Aber wir haben mit dem Versorgungsstärkungsgesetz die Bedarfsplanung, genau wie Sie es hier in der Begründung vorsehen und fordern, zur Überarbeitung in Auftrag gegeben. Kleinräumig, sodass genau in den Regionen, in denen wir Probleme haben, und wir haben die tatsächlich nicht in allen Regionen, es gibt da auch anders Aufgestellte, aber in denen wir Probleme haben, der Zugang besser möglich wird, weil wir dort über mehr Psychotherapie verfügen. Und wir haben insofern bin ich froh, dass unsere Anträge schon zum 10.06. vorlagen, als Ihrer gestellt wurde. Wir haben auch die Sprechstunde sozusagen schon vorgesehen, die Sie hier ansprechen in Ihrem Antrag, denn auch das ist bereits Teil der Vorgaben, die wir zur Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie machen, weil natürlich eine Akutsprechstunde, etwas, wo man sofort hingehen kann, ganz wichtig ist. Und ich bin mir ganz sicher, das sind alles auch Maßnahmen, die tatsächlich auch im Bereich der Suizidprävention wirken werden. An denen müssen wir weiterarbeiten, wenn die Ergebnisse vorliegen. Aber das muss natürlich jetzt erarbeitet werden. Ich will aber nicht verhehlen, in Ihrem Antrag sind auch eine Reihe von Sachen, auch da bleibe ich bei der Psychiatrie, die ich für sehr interessante Ergänzungen empfinde. Ich will einfach nur mal als einen Aspekt den Bereich der aufsuchenden Psychotherapie ansprechen, den Sie gerade für die Seniorinnen und Senioren angesprochen haben. Das halte ich durchaus für eine Frage, über die man ganz sicher noch mal diskutieren muss. Und dass wir bei der Frage Vernetzung ganz sicher, und da meine ich eben, und da sind wir wieder an dem Punkt, wer ist es eigentlich, bei der Vernetzung auch zwischen der Gemeindepsychiatrie und all dem, was da läuft, ganz dringend noch Nachholbedarf haben. Das haben wir ja schon in der Diskussion um PEP auch einmal angesprochen. Wir haben auch den Punkt Depression schon aufgegriffen, ein strukturiertes Behandlungsprogramm. Ich glaube, das gab es noch nie, dass sowas sich in einem Koalitionsvertrag gefunden hat und dann auch gleich ins Gesetz gegangen ist. Also wir haben auch den Bereich Depression angefasst und das ist ganz sicher ein Bereich, wo wir auch noch mal genauer hingucken müssen. Insofern, wir werden das diskutieren, auch das, was Sie angesprochen haben, diskutieren. Wir werden uns, denke ich, mit der Sache ausführlich beschäftigen, denn und bei aller Diskussion, die wir hier hatten, die Verhinderung von Suizidversuchen und natürlich letztendlich damit die Verhinderung von Suiziden, das Schaffen von Möglichkeiten, dass Menschen sich bei uns, wenn sie solche Gedanken schon haben, schnell und unproblematisch Hilfe beschaffen können, ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich glaube, wir sollten da weiter am Ball bleiben. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Rudolf Henke, CDU-CSU-Fraktion.